Ich heiße dich heute wieder ganz herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Guide hier auf meinem Kanal. Heute wird es sich um kleine Komponenten bzw. um einen Komponenten drehen, und zwar die Gabe der Handwerkskunst, die man für legendäre Waffen als auch die Rüstungen für die Runen, die Sigillen benötigt. Wie du an die Gabe der Handwerkskunst kommst, erzähle ich dir dann nach dem Intro. So, also die Gabe der Handwerkskunst sieht fast identisch, ich meiner Meinung nach zu 99% identisch mit der Gabe der Schlacht. Nicht zu verwechseln, die Gabe der Schlacht kriegt man nur aus dem WVW. Die Gabe der Handwerkskunst bekommt man bei Versorger-NPCs über Versorgermarken. Die kannst du zum Beispiel über dein Inventar aufrufen, indem du hier unten auf das Inventar klickst, eigentlich dann die Geldbörse, kannst du dir alle möglichen Währungen angucken, wie viel du die hast, und du siehst dann relativ in der Mitte, ich habe jetzt die Bank mal im Hintergrund gelassen, dass man das besser sieht, siehst du Versorgermarken, habe ich aktuell 36 Stück. Du brauchst für eine Gabe der Handwerkskunst 50 dieser Stück. Zum einen kannst du die durch Waffen und bestimmte Ressourcen eintauschen, und du bekommst sie, meine ich, wenn du im Raid CMs läufst. Da müsstest du auch immer eine bekommen. Wo du die jetzt tauschen kannst und welche Items, Waffen du dafür brauchst, dafür wechseln wir einmal in die Wiki, denn die ist sehr informativ. Da kann man genau die Preise auch verfolgen, was zum Beispiel die Waffen wie kosten, und ich kann dir das ein bisschen genauer erklären. So, in der Wiki sind wir jetzt nun, und ich habe den Link wieder, alle Links, wozu ich irgendwie was erzähle, habe ich dir wieder unten in der Videobeschreibung verlinkt, da kannst du dann regelmäßig nachschauen. Und zwar Fraktionsversorger, das sind die bestimmten NPCs, die einem dann ein bestimmtes Material, eine bestimmte Waffe abnehmen, sage ich jetzt mal, und einem dann eine Fraktionsmarke dafür geben. Die erste Kategorie sind zwei Sachen, eigentlich nur von Bedeutung, und zwar einmal in Löwenstein, der Stein der mystischen Schmiede. Den kann man da sehr gut tauschen. Immer nur einen einzelnen braucht man dafür. Das heißt, das ist auch vom Gewinn her und vom Verlust nicht so hoch. Also man sieht, den Stein der mystischen Schmiede kann man sich entweder kaufen im Edelsteinshop, oder man kann sie durchs Erfolgston bekommen. Hier sieht man schon, wenn man 500, 1500, 2500 oder 5000 Punkte erreicht. Dann haben wir gewaltige Erfahrungstruhen, das wird man zum Beispiel 5000 und 10.000 bekommt. Und man sieht dann hier in den Klammern, wie viele Steine man insgesamt bekommt. Und das sind alles über die Erfahrungspunkte, Erfolgspunkte, die man sich erspielt, wenn man Sammlungen fertig macht, das tägliche Einloggen zum Beispiel. Und man sieht Zutaten für mystisches Wiederverwertungskit selten. Ich meine, das kann man aber auch kaufen. Man kommt das auch aus Truhen raus. Ich habe diesen Stein bisher noch für keine legendäre Waffe oder für etwas anderes benutzt, außer mir die Versorgermarken darüber zu holen. Deshalb kann ich euch da wirklich sagen, ihr könnt euch hier den Stein einfach tauschen für eine Versorgermarke. Mithriliumbrocken, spule dicke erlonische Schnur, Batzen von Rückständen des ältesten Geist. Absolut nicht empfehlenswert, ist viel zu teuer dafür, um das zu tauschen, weil das sind auch Gegenstände, die man für aufgestiegene Sachen wie Geisterplanken und so weiter braucht, gerade für die legendären Komponenten am Ende. Was ich auch nicht empfehlen kann, ist aufgeladene Quarzkristalle. Da braucht ihr immer, also einen aufgeladenen Quarzkristall zu tauschen, denn ihr braucht insgesamt 24 Stück. Ich habe euch jetzt gerade mal einen Screenshot eingeblendet, was aktuell so jetzt zum 30.11. wie viel da die 24 Quarzkristalle wert sind, beziehungsweise für wie viel ihr sie einkaufen müsstet, wenn ihr sie kaufen würdet. Und es macht es meiner Meinung nach einfach nicht Sinn, weil ihr müsstet mit diesen 24 Quarzkristallen erstmal zu einem Heldenpunkt gehen und dort die dann zu einem aufgeladenen Quarzkristall formen. Was ich euch allerdings noch empfehlen kann, ist in der schwarzen Zitadelle mit Obsidianscherben. Die könnt ihr zum Beispiel verschiedensten Händlern für verschiedenste Währungen euch holen. Wir holen sie uns immer für Karma. Und zwar, lasst mich kurz gucken, wo hier in der... bei Taktinger Todschreit, das ist bei der Kathedrale des glorreichen Sieges in der Meerenge der Verwüstung für Reinkarma. Ihr seht, ihr habt viele verschiedene Währungen und tauschen die auch immer gerne ein. Wenn ihr dann hier runter geht, habt ihr einmal eine Kategorie Herz von Maguma, habt ein paar Beutel für die grasgrüne Schwelle. Wenn ihr weitergeht, habt ihr einen Bereich für güldene Teilkessel und für die verschlungenen Tiefen.
Wenn wir jetzt uns den Bereich grasgrüne Schwelle anschauen, haben wir Versorgerbörse des Sammlers, Versorgerbörse der Sylvarie, der Itzel, des Pakts, Adlers, Quaggern. Und ihr könnt immer aus jedem Bereich, hier aus dem hellen, eine Waffe tauschen und aus diesem Bereich eine Waffe tauschen. Also das gilt für 1, 2, 3, 4, 5 Beutel rein theoretisch und das halt auch die zurückeroberte Metallplatte, die accountgebunden ist. Die bekommt ihr aber, indem ihr zurückeroberte Waffen zum Beispiel kauft oder die spontan bei euch droppen, wenn ihr einen Boss zum Beispiel erledigt habt. Und die sind über 70 Silber wert. Da muss man halt dann abwägen, macht das Sinn? Denn man braucht auch die zurückeroberten Platten für die legendäre Raid-Rüstung. Wenn wir uns den ersten Beutel angucken, der Silvari, haben wir hier verschiedenste Preise. Und der günstigste Preis ist die meuchelnde Kret-Machete. Zum Beispiel wäre das jetzt eine Möglichkeit, diese Waffe zu kaufen. Immer nur eine pro Bereich. Und im nächsten Bereich, der Itzel, wäre dann das niedrigste vom Preis, der faulende Kret-Bezwinger. Im nächsten Bereich ist es dann für 33,97 die valkyrische Kret-Muschel. Und die beiden sind viel zu teuer. Über ein Gold, was wir uns maximal als Limit gesetzt haben, waren 50, maximal 55 Silber. Weil das sind dann schon so 2 bis 3 Gold, die man insgesamt ausgibt, um alle Beutel dann rein theoretisch zu bedienen, bis auf die, die schon über ein Gold sind, beziehungsweise über 50 Silber dann. Heißt, wir hätten in der grasgrünen Schwelle, wenn wir nicht die zurückeroberte Metallplatte eintauschen, 3 Waffen, die wir dort abgeben könnten und hätten somit 3 Versorgermarken. Schauen wir mal bei der grasgrünen Schwelle. Da haben wir nur 3 Beutel und den güldenen Barren. Güldene Barren kann ich euch gerne ans Herz legen, haben wir auch gemacht, da wir viel Taria mitgemacht haben im Güldenen Teigkessel, das Meta-Event. An den Güldenen Barren kommst du durch das folgende Rezept, was du dann freischaltest mit dem Konstrukteur, Waffenschmied Weidmann. Und du brauchst 30 mal Haufen güldenen Staubs und 30 güldener Spahn. Die bekommst du durch das Meta-Event Taria im Güldenen Teigkessel und kannst dir dadurch dann einen Güldenen Barren herstellen. Kann ich sehr empfehlen. Denn wir haben da immer dann nur für die Raid-Rüstung die Gabe der Hingabe und da braucht man die Gabe des Pakts, güldene Barren, Chuck-Eier, zurückeroberte Platten. Deshalb auch bei den zurückeroberten Platten, wie schon erwähnt, vielleicht nicht die darüber eintauschen, sondern erst, wenn man vielleicht die Rüstung schon gemacht hat oder alle zurückeroberten Platten hat und die Gabe der Hingabe schon sich zusammengefarmt hat. Genau, welche Beutel bzw. Waffen könnten wir uns denn noch hier holen? Wir haben hier eine Waffe, einen Morgenstern, der kostet 37 Silber. Und wir haben hier für 42 Silber ein Beinkleid, was wir abgeben dürfen. Kommen wir zum letzten Bereich, die verschlungenen Tiefen. Chuck-Eier. Chuck-Eier haben wir immer nur über den Chuck-Portanten gemacht, das Meta-Event, wo man alle 4 Chuck-Portanten besiegen muss und dann hat man die Chance, dass man aus dieser Truhe bis zu 10 Eier, meine ich, bekommen kann und als Festbelohnung kriegst du immer 1. Heißt, um allein schon die 5 für die Raid-Rüstung zu machen, musst du schon 5-mal dran teilnehmen. Heißt, das würde ich dir auch ans Herz legen, nicht unbedingt mit auszugeben, wenn du schon ein paar hast. Die würde ich dann wirklich für die Raid-Rüstung dann mir zusammensparen. In diesem Beutel haben wir ein bisschen höhere Preise. Den letzten würde ich zum Beispiel gar nichts empfehlen. Das ist nämlich einfach viel zu viel Gold, die man dafür auswählen müsste. In diesem Bereich würde ich dann die faulende Kreidstreitaxt kaufen, da man oft das Problem hat, dass die Handschuhe zum Beispiel, also die Rüstungsteile, nicht im Handelsposten zu kaufen ist. Um dem einfach entgegenzuwirken, würde ich dann einfach die paar Silber mehr ausgeben, weil den bekommst du definitiv. In diesem Bereich wäre es dann der ritterliche Kriegshammer, den du dir holen könntest, um ihn dann für eine Forschungsmarke zu tauschen. Und wir könnten für 69, wenn man wirklich den Preis dann zahlen möchte, noch eine Muschel ausgeben. Ich würde sagen, ich werde mir jetzt mal schnell ein paar Sachen kaufen. So, nachdem ich jetzt alles im Handelsposten gesucht habe, ich habe über die Wiki einfach den kompletten Namen kopiert und habe den dann einfach bei der Suche eingegeben, um es mir einfach zu machen, Tippfehler zu vermeiden. Und wir haben jetzt insgesamt für den ersten Händler 3, für den nächsten 2, für den dritten 3. Genau, ich würde es rein theoretisch nur über Waffen machen, weil manche Teile, das war jetzt eine Ausnahme, findet man leider nicht über den Handelsposten, weil es die nicht gibt, so zum Verkaufen, weil die meisten halt accountgebunden sind. Genau, dann würde ich sagen, flitzen wir von der Nebelsperrenzuflucht. Wer woanders steht, kann natürlich direkt von Löwenstein zum Beispiel starten oder man geht als erstes in die Schwarze Zitadelle. Ich fange meistens Löwenstein an, gehe zur Schwarzen Zitadelle und dann nach
grasgrüne Schwelle, güldener Talkessel. Für die verschlungenen Tiefen müssen wir das mit einem anderen Account, mit einem anderen Charakter machen, da mein, weil die Soraya hier noch nicht war. Genau, Löwenstein, die Wegmarke Kommandeurviertel. Und zwar hier in diesem kleinen Bildfraktionsversorger. Das ist so ein Hammer, wo man vom Schmied, würde ich jetzt mal so sagen. Zumindest sieht das hier aus. Man kann es hier auch nochmal genau sehen. Der steht direkt hier links. Und da haben wir gesagt, wir tauschen nur den Stein der mystischen Schmiede für eine Fraktionsmarke. Genau, die holen wir. Sagen ja, dann sehen wir die hier. Und wenn ihr hier den Beutel öffnet, den da, seht ihr, ihr braucht 50 Stück um die Gabe der Handwerkskunst. Wie war bereits erwähnt, um dann eine ganze zu tauschen. So, Löwenstein haben wir. Ab geht's zur schwarzen Zitadelle. Und zwar ist das im Ehrenmalquadrant. Und zwar über die Wegmarke Diesator. So, da steht der gute Herr auch schon, der Char. Na komm, einmal darüber. Hallöchen, und wir würden gerne eine Obsidianscherbe tauschen. So, nächster Stop ist die grasgrüne Schwelle direkt am Anfang. Magumas Breche, Schiffswrackspitze. Und da haben wir direkt hier vorne neben dem Speer die Dame stehen aus dem Gerüchte. Und nicht direkt klicken, genau gucken. Der erste Beutel ist das mit den zurückeroberten Platten. Aufheben, und dann müsst ihr Stück für Stück die Beutel nach unten gehen und seht dann immer da, wo ihr die Waffe gekauft habt, ist dann eine 1. Zack, nächster Beutel. Dritter Beutel. Und ihr seht, da sind dann keine, weil das die teuren Beutel sind. Und der vorletzte ist wieder zum Tauschen. So, nächster Halt. Und zwar im güldenen Talkessel. Und zwar ist es die Wegmarke im mattierten Baum, in der mattierte Baumkrone, Wegmarke des Wanderers. Die ist ein bisschen versteckt, muss ich sagen. Und da haben wir einen netten Skrithändler, der uns dann den güldenen Barren zum Beispiel tauscht. Wenn ihr drauf geht, seht ihr genau, wie viel Barren ihr habt. Ich werde meinen jetzt nicht ausgeben, weil ich mit der Rüstung noch nicht ganz fertig bin. Und dann gehen wir die Beutel durch und gucken. Wir haben hier eine Waffe, hier das Kleidungsset, und dann wäre hier wieder zum Tauschen. So, unser nächster Halt ist dann in den verschlungenen Tiefen im Gebiet vom Ogerlager. Haben wir hier eine Ogerlager-Wegmarke. Und dann dürfen wir diesen netten Oger hier, Vorratshelfer, einmal anquatschen. Auch hier wieder aufpassen mit den Chuck-Eiern. Und dann dürfen wir wieder Beutel für Beutel nach unten gehen, um zu gucken, wo unsere Waffen sind. Und dann haben wir die Fraktionsmarken auch schon fertig. Mir fehlen jetzt rein theoretisch nur noch 4 Stück. Und dann könnte ich mir schon wieder eine Gabe der Handwerkskunst tauschen. Und hätte somit eine Gabe der Handwerkskunst dann für meine legendären Runen, legendären Sigillen, für die Rüstung. Das wär's dann hiermit am Ende. Ich habe dir kurz gezeigt, welche Versorgermarken, die ich mir immer hole. Hoffe, dir hat das Video soweit geholfen. Du findest den Link, wie gesagt, zur Übersicht nochmal in der Videobeschreibung. Kannst da gerne vorbeischauen. Das Schöne ist halt an dem Link, du siehst genau, was die aktuell im Handelsposten kosten. Heißt, du musst es nicht mal unter Favoriten speichern. Denn so wie ich habe da vieles andere drin und man hat leider nur 24 oder 25 Plätze frei. Und die füllen sich halt auch schnell. Ich bin zum Beispiel gerade am den ganzen Mats am gucken. Die sind im Moment extrem durch die Decke geschossen. Allein das Blut, das kraftvolle Blut ist bei fast 60 Silber. Und ich gucke mir ab und zu dann mal die Preise an. Und wenn da mal was günstig ist, hole ich mir da mal so ein Stack. Und deshalb ist es halt cool, wenn man direkt in dem Link auf der Seite direkt die Preise mit drin hat. Ich hoffe, du tauschst jetzt auch fleißig deine Waffen, die du dir kaufst, deine Steine und deine Obsidian ein, um dann auch irgendwann legendäre Sachen zu haben. Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Falls du wissen möchtest, wie du dir wöchentlich das ganze Jahr über Schwarzlöwentrunnschlüssel holen kannst, schau am besten dieses Video mal an, was du oben links findest. Und falls du mal wissen möchtest, wie das denn so vonstatten geht überhaupt, wenn du ganz neu zum Beispiel mit bei bist, wie das mit einer legendären Waffe so geht, dann schau dir das untere Video gerne mal an. Da haben wir nämlich mit der Flammensucher-Prophezeiung angefangen. Da gibt es auch bald den zweiten Teil zu. Ich musste ein bisschen Ressourcen sammeln und habe noch ein paar Informationen zusammengetragen. Und ja, falls dich das interessiert, dann bleib gern dran. Und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.